Es wird geplündert. Erinnerung an das Wesentliche dieses Krieges. Alljährlich in Seesen als Spektakel. Zivilisten rauben hier verletzte Soldaten aus. Genau genommen war es kein Raub. Was die Soldaten so bei sich hatten, stammte überwiegend von Zivilisten. Soldaten plündern. Wo die Armeen durchzogen, galt kein Recht mehr. Die zeitgenössische Publizistik beklagt es eindringlich und anhaltend. Es half nichts. Wallenstein-Tage in Memmingen. Ein Frauenschänder wird aufgehängt. Das kam schon vor. Eigentlich untersagte das Kriegsrecht fast alles, was die Soldateska den Menschen so antat. Es half nichts. Gingen die Kommandeure zu häufig gegen die Täter vor, sank die ohnehin mäßige Kampfbereitschaft der Truppe. Mäßig vor allem, weil ihr Sold meist ausstand und sie mit Plündern ihren Lebensunterhalt bestreiten musste. Außerdem war der ganze Krieg ein Raubkrieg. Die Oberen führten ihn zum alleinigen Zweck, sich Land und zahlende Untertanen anzueignen. Warum sollten es die Unteren anders machen? Im Sommer 1620 war die Armada der katholischen Liga unter Herzog Maximilian von Bayern in Oberösterreich eingefallen. Resultat? Die Verwüstung ganzer Landstriche in Österreich und weiter in Südböhmen. Ende Oktober 1620 nähert sich das Ligaheer der Hauptstadt Böhmens. In Prag herrschen aus der Sicht Kaiser Ferdinands und Spaniens Rebellen, nämlich die protestantischen Stände und ihr König Friedrich von der Pfalz. Für Ferdinand, Habsburg, österreichischer Erzherzog und Kaiser, ein unerträglicher Zustand. Mehr noch, die protestantischen Stände des Königreichs Böhmen hatten Ferdinand als König abgesetzt und dafür den Protestanten Friedrich von der Pfalz gewählt. Also waren sie Rebellen allesamt. Als die protestantischen Stände hier den Krönungsakt vollzogen, gingen sie ein hohes Risiko ein. Der größte Teil des Königreichs gehörte ihnen. Aber Rebellen gehört aus Habsburger Sicht gar nichts mehr. In Prag führt sich Friedrich von der Pfalz immer noch wie ein König auf, was natürlich Geld kostet. Die Stände sind besorgt. Ihre Söldner sind schlecht bezahlt, die Ligatruppe rückt immer näher. Die protestantischen Stände haben allen Grund zur Sorge. Die Habsburger pflegen ihre Rebellen nicht nur zu enteignen, sondern auch zu enthaupten. An Verbündeten mangelt es. Lediglich die befreiten niederländischen Generalstaaten stehen mit Geld und ein paar Söldnern bei. Die protestantische Union lässt ihre Glaubensbrüder im Stich. Sie hat dem Kaiser zugesagt, sich aus dem Krieg um Böhmen herauszuhalten, um nämlich, so wörtlich, das ihre in Ruhe zu genießen. So hat Kaiser Ferdinand gute Chancen, nicht nur die Krone Böhmens, sondern auch die Güter der Adeligen zu gewinnen. Auch der Bayernherzog soll nicht leer ausgehen. Der Kaiser will Ferdinand die Pfalz nebst Kurwürde nehmen und sie Maximilian übereignen. Der Bayer hatte seine Belohnung noch nicht verdient. Seine Mannen liegen vor Rakovnik im Nebel und kommen nicht weiter. Die Truppen der Stände halten die bayerisch-ligistischen in Schach. Die Kaiserlichen sind noch unterwegs zur Front. Es ist kalt und neblig. Die Kampfbereitschaft hält sich auf beiden Seiten in Grenzen. Die Truppen der Stände warten auf ihren Sold. Bei den Bayerischen wird das Brot knapp. Der junge Offizier der Ständetruppen, Christian von Anhalt, notiert in seinem Tagebuch: 28. Oktober. Wegen Nebel am Morgen nichts unternommen. Aber nach dem Diner hat man tapfer scharmüziert. 29. Oktober. Zur Predigt. Wegen Nebel ist zwischen den Armeen nichts passiert.
Am 30. Oktober lässt der Nebel nach und Herzog Maximilian lässt seine Armada angreifen, obwohl die Kaiserlichen unter Bucquoi nicht zur Schlacht erschienen sind. Doch die Truppen der Stände nutzen die Gunst der Stunde nicht. Sie verteidigen sich nur hinhaltend und erleiden Verluste. Entscheidendes tut sich nicht. Es bleibt neblig, die Nächte werden kälter. Den Bayerischen mangelt es an Kleidung, Brot und Munition. Maximilian hat infolge von Hunger und Krankheiten schon 15.000 Mann verloren. Anders gesehen, sie waren verreckt. Im Lager der Stände weiß man Bescheid. 1. November. Beim Feind herrschen Krankheiten, fehlen Brot und Munition. Der Feind erwartet einen Transport, hinter dem aber unsere Ungarn her sind. Maximilian erwägt, den Feldzug abzubrechen, falls die Nachschubkolonne nicht durchkommt. Die aber ist in Gefahr. Die ungarischen Reiter der Stände spüren sie auf und greifen sie an. Die im ligistischen Lager warten auf den Transport. Der offizielle bayerische Bericht. 2. November. Starker Nebel. Nichts vorgenommen, als sich mit den Geschützen beschossen und beiderseits nicht wenige geblieben. Dann kommt die gute Nachricht. Pater Drechsel am 3. November. Der Transport kam endlich an, aber nicht ungeschmälert. 5-mal überfielen ihn die Ungarn und metzelten viele nieder. Und Christian von Anhalt notiert. 3. November. Die Ungarn haben einige Wagen mit Lebensmitteln erbeutet und Gefangene gemacht. Es waren einige Wagen zu wenig. Die Entscheidung ist gefallen. Optimisten aus Prag melden die Stände, sie könnten in 6 Wochen 1,5 Monatssolde auszahlen. Pessimisten, die Höflinge Friedrichs, beginnen sicherheitshalber die königlichen Wertsachen einzupacken. Und Christian notiert an der Front. Habe aus guter Quelle erfahren, dass der Feind sich entschlossen hat, den Krieg zu beenden, koste es, was es wolle. So war es. Als die Ständetruppen sich auf Prag zurückziehen, ordnet Maximilian an, ihnen auf den Fersen zu bleiben. Der bayerische Bericht. 5. November. Beide katholischen Armeen sind in ganzer Schlachtordnung des großen Nebels wegen erst um 3 Uhr aufgebrochen. Laut Drechsel war es kein Spaziergang. 5. November. Es herrschte ein ziemliches Durcheinander. Viele starben an der Kälte. Christian von Anhalt am 5. November, voller Hoffnung. Der Feind hat sich zurückgezogen. Man weiß noch nicht, welchen Weg er eingeschlagen hat. Es ist der letzte Eintrag. 3 Tage später wird er verwundet und gefangen genommen. Pater Drechsel. 6. November. Der Feind marschierte eine halbe Meile neben uns. Weil aber den ganzen Tag Nebel herrschte, hat man nicht an ihn kommen können. Die Truppen der Stände kommen als erste vor Prag an, um es zu verteidigen. Etwa 18.000 Mann verschanzen sich hastig auf dem Weißen Berg kurz vor Prag, stellen sich also zur Schlacht. Und immer noch sind viele Regimenter ohne Lohn. Pater Drechsel berichtet von der letzten Beratung im ligistischen Lager. Das Schlusswort hatte Pater Dominikus, der in die Beratung hineinplatzte und sagte, man müsse Gott vertrauen und den Feind tapfer angreifen. Nach der Überlieferung sah der heilige Mann dann keineswegs tatenlos zu, sondern soll mit einem kleinen Abbild der Jungfrau Maria bewaffnet die Streiter aufgemuntert haben. Am Weißen Berg erinnert ein Denkmal an die Schlacht vom 8. November 1620. Sie war die einzige im 30-jährigen Krieg, die das Attribut entscheidend verdient. Schätzungen der Truppenstärke. Maximilian waren von seinen 30.000 Mann 15.000 verblieben.
Die Spanisch-Kaiserlichen unter Bucquoir ziehen ebenfalls mit 15.000 Mann in die Schlacht, also etwa 30.000 auf Seiten der Liga. Der böhmische Stab hat etwa 18.000 Mann unter seinem Kommando. Besser genährt und verschanzt am Berghang ist ihre Lage nicht hoffnungslos. Allerdings war der ausstehende Sold nur an einige Regimenter ausgezahlt worden. Drechsel am 8. November. Um die 12. Stunde begann die Schlacht. Auf beiden Seiten wurde auch mit größeren Geschützen geschossen. Das Geplänkel dauerte über 2 Stunden. Als sich der Tag schon neigte, trafen beide Heere aufeinander. Christians Regiment bringt mit einer heftigen Attacke die Angreifer in Bedrängnis. Aber im entscheidenden Moment setzen sich einige unbezahlte Regimenter nach Prag ab. Pater Drechsel. Innerhalb einer Stunde wurden die Feinde aus einer günstigen Position von uns vertrieben, in die Flucht geschlagen und vernichtet. 500 wurden gefangen, darunter der junge Christian von Anhalt. Drechsel gibt die Zahl der getöteten Gegner mit 4000 an, was als übertrieben gilt. Bei den eigenen untertreibt er. Er notiert ein paar Tage später in Prag: Man glaubt, dass nur 50 der unseren gefallen sind. Gott und die heiligen Engel haben die ihren nicht verlassen. Der General der Stände sieht profane Mächte am Werk. Das Kriegsvolk vergaß wegen Nichtbezahlung allen Gehorsam und geriet in Verzweiflung. Professor Josef Polisensky. Er hat sich länger und gründlicher mit diesem Krieg beschäftigt als jeder andere. Als Historiker bin ich dazu gekommen, dass die Schlacht auf dem Weißen Berge oder wie es die Zeitgenossen darüber redeten, ein Scharmützel vor Prag, war eigentlich eine Schlacht, die in die Reihe der sinnlosen Schlachten gehört. Denn das Schicksal des Königs, Winterkönigs Friedrich von der Pfalz, wurde entschieden schon einige Monate vorher durch den sogenannten Ulmer Vertrag, das Neutralität des Reiches sicherte und daher den Weg den wallonischen und spanischen und italienischen Truppen nach Böhmen das Tür öffnete. Die böhmische Armee hatte eine bessere Taktik als die Gegner, die die spanische Taktik benutzten. Aber die niederländische Taktik brauchte Infanterie und Kanonen. Und ein Teil der Infanterie war mit Mansfeld bei Pilsen und die Kanonen waren auf dem Wege von Karlstein nach Prag. Und nach der Nachricht über die Schlacht sind sie nach Burg Karlstein zurückgezogen. Von den vermeintlichen Verbündeten haben nur die niederländischen Stände wirklich nicht nur Geld, sondern auch Soldaten und Munition, Kanonen geschickt. Ein deutscher Kollege, Professor Glauber, vor etwa 15 Jahren sagte, dass die Schlacht auf dem Weißen Berge eigentlich ein Schicksalsschlag nicht nur für Böhmen, sondern auch für Deutschland war, denn es vernichtete die Hoffnung, eine Bindung zwischen Heidelberg und Prag durch Hessen und Franken zu errichten, eine calvinistische vielleicht Barriere zwischen dem lutherischen Norden und dem katholischen Süden Deutschlands. Die Ursachen waren banal, die Folgen tragisch. Insofern man den Verlust politischer Freiheiten historisch als Rückschritt ansieht. Das Denkmal erinnert daran, was hier eigentlich verloren ging. Und an das, was dann kam.
Rund 300 Jahre verblieben Tschechen und Slowaken unter dem Regiment der Habsburger. Die Sicht der Sieger. In der Kirche der siegreichen Jungfrau Maria in Prag wird jeder beschämt, der den Ausgang der Bataille mit Banalitäten erklärt. Das Ölbild in der Apsis stellt klar, wer den Sieg in der Schlacht am Weißen Berg herbeiführte. Die Mannen im Getümmel? Nicht doch. Hier triumphierten Kaiser Ferdinand II., der in Wien weilte, und Ferdinand III., der noch zu klein war. Und wer weiter? Sie heben den Blick. Zur eigentlichen Lenkerin der Schlacht, Maria, auf einer Wolke, die ihrerseits von Engeln getragen wird. Auch Pater Dominikus trägt das seine bei. In der Linken hält er jenes Bildnis der Angebeteten, mit dem er die Krieger motiviert haben soll. Ferdinand ließ das Bildchen alsbald feierlich nach Rom überstellen, wo es indessen samt einer Kirche verbrannt ist. Ein Augenzeuge. 8. November. In Prag herrschen unglaublicher Schrecken und höchste Verwirrung. Der König floh noch in der Nacht mit etwa 300 Pferden in Begleitung seiner Gemahlin und General von Anhalt. Die Stände hatten beschlossen, Prag nicht zu verteidigen, um Plünderungen zu vermeiden. Vergebliche Liebesmühen. Es wird geplündert. Folgen wir den bayerischen Augenzeugen, waren es nur die Kaiserlichen. Zugleich beginnt die Jagd auf die Anführer des Ständeaufstands, die es zu bestrafen und zu enteignen gilt. Pater Drechsel geht es schon viel besser. 11. November. In Prag begingen wir fröhlich den Tag des heiligen Martin bei unserem Gastgeber. 3 Gänse kamen auf den Tisch, wunderbar dick und fett. Pater Drechsel. 15. November. In Prag in der Allerheiligenkirche sangen wir die Kantate Te Deum mit feierlicher Messe, weil Gott den Katholiken den Sieg gegen den Pseudokönig geschenkt hatte. Während die Herrschaften über den Zugewinn eines ganzen Königreichs jubilieren, sorgt das Kriegsvolk draußen weiter dafür, dass es auch nicht zu kurz kommt. Pater Drechsel am 17. November. Wir verließen Prag, schon damals eine sehr beraubte Stadt, und auch nicht alle Katholiken waren ausgenommen, obwohl es streng verboten war. Herzog Maximilian schreibt vor seiner Abreise an Bouquet. 16. November. Uns kommen immer mehr Klagen, dass das kaiserliche Kriegsvolk in Prag und auf dem Land mit Rauben, Plündern, auch Frauen und Jungfrauen schänden samt anderer Ungebühr exzessiv vorgehen. Maximilian begibt sich zurück nach München, um sich feiern zu lassen. Maximilians Beichtvater, 25. November. An der Pforte der Marienkirche war der Klerus versammelt. Der Bischof von Freising sprach Gebete und besprengte den erhabenen Herrn mit Weihwasser. Im Chor wurden sie von sämtlichen Geistlichen erwartet. Man sang das Lied »Saul schlug die 1000« und so weiter und »Dich, Gott, loben wir«. Maximilian ließ sich als Streiter für den Glauben feiern. Dass er als Lohn die Pfalz einstreichen konnte, taugte nicht zur öffentlichen Erbauung. Nach dem Verbleib von 15.000 verreckten Söldnern fragte niemand. Der Fiskus registrierte erleichtert, dass entsprechende Soldforderungen hinfällig wurden. Ein römischer Kardinal gratuliert Maximilian und berichtet aus Rom. Als die Nachricht aus Prag eintraf, wurden Messen gefeiert als Danksagung an die göttliche Majestät für den gegen die Feinde des Glaubens errungenen großen Sieg. Zum großen Jubel des Volkes krachten bei Sonnenuntergang die Geschütze der Engelsburg. Der Papst und die Kardinäle hatten Grund zum Jubeln. Sie konnten nun im Königreich Böhmen wieder Pfründen verkaufen und Abgaben erheben. Nur das Volk hatte wohl geglaubt, es sei um den Glauben gegangen.
noch in Prag fasst Pater Drechsel das Programm für die Neuordnung des Königreichs zusammen. 17. November. Die rebellischen Taugenichtse schulden nicht nur ihre Güter, sondern auch ihre Köpfe dem Kaiser. Nach den Feiern kommen die Sieger zur Sache. So ließen sie Flugblätter drucken, in denen Friedrich als Winterkönig verspottet wird. Auf diesem wird ihm angeraten, die vereinnahmten Klöster und Kirchen wieder auszukotzen. Was der Jesuit Drechsel dachte, war längst beschlossene Sache. Es folgt die totale politische Unterwerfung, konfessionelle Gleichschaltung und ökonomische Ausplünderung des Königreichs Böhmen. Schlesien, Böhmen und Mähren werden nun definitiv erblich dem Hausgut Habsburg zugeschlagen. Kaiser Ferdinand ernennt einen Statthalter. Seine Hauptaufgabe ist die Bestrafung und Enteignung der Güter der Rebellen. Mit anderen Worten, er soll die politische und intellektuelle Elite liquidieren. Ironie der Geschichte. Im Prager Schloss hatten 1618 die protestantischen Stände die Statthalter Habsburgs beschuldigt, sie ihrer Freiheitsrechte berauben zu wollen und den Landesfrieden zu brechen. Die Statthalter stritten das ab, aber wohl nicht glaubhaft genug. Die Vertreter der Stände verurteilten die Statthalter wegen Verrats an ihren Freiheiten und warfen sie aus dem Fenster. Jetzt erweist es sich, dass sie recht gehabt hatten. Ihr Aufstand hatte den Anschlag auf ihre Güter und Freiheiten nur verzögert. Jetzt verlieren sie alles. Das erste in der Prager Kanzlei ausgefertigte Edikt betrifft alle, die irgendwie am Aufstand beteiligt waren. Ob lebend, verstorben oder auf der Flucht. Sie werden zu ewigen Zeiten verdammt. Ihre Güter sind zugunsten des Fiskus ihrer kaiserlichen Majestät zu konfiszieren und einzuziehen. Alsdann machen sich die Häscher daran, jene einzufangen, die im Vertrauen auf die Großherzigkeit des Kaisers nicht geflohen waren. Ein Flugblatt meldet: Die Gefangenen werden ins Schloss geführt. Mit einer starken Bewachung. Der Prozess, der ihnen gemacht wird, ist ein wahrhaft kurzer. Die kaiserlichen Richter verlesen mit der Anklage auch gleich das Urteil. Wegen Rebellion und Landfriedensbruch werden bei Einziehung der Güter verurteilt 27 Personen zum Tod durch Schwert oder Strang, 18 zu Gefängnis und Leibstrafen. Die Exekution erfolgt öffentlich vor dem Altstädter Rathaus, der abschreckenden Wirkung wegen. Ein Flugblatt zitiert die Urteile. Graf Johannes Andreas Schlick, böhmischer Obrist, Landrichter und Geheimer Rat, ist verurteilt worden, dass er lebendig gevierteilt werden soll. Und dann der Kopf am Brückenturm, die Viertel aber auf der Straße angeheftet werden sollen. Aus christlicher Barmherzigkeit erlassen die Richter dem Grafen die Vierteilung und beschränken sich aufs Köpfen. Und zwar aus Gnade. Der Scharfrichter hat den Personen, so zum Strang verurteilt waren, die Hände gebunden und zwei zum Rathaus hinaus aufgehängt. Als Dr. Jesenius niederkniete, hat der Scharfrichter ihm die Zunge mit dem Zänglein herausgezogen, dieselbe abgeschnitten und darauf ihn enthauptet. Es herrscht keine Jubelstimmung auf dem Platz vor dem Rathaus. Viele Leute haben sich mit Weinen und Heulen stark hören lassen. Hundertprozentig im Sinne des Kaisers informiert dieses Flugblatt über das Exempel. Es schließt mit diesem Text: Der große, allmächtige Gott wolle alle bösen Anschläge wider ihre kaiserliche Majestät und seine allgemeine christliche Kirche gnädiglich brechen. Amen. Detailtreue fördert die erzieherische Wirkung. Hier wird der Leichnam von Dr. Jesenius so zerlegt, dass sich Schaustücke für mehrere Stadtteile ergeben. Die Hand, die sich gegen Habsburg erhoben hatte, ab damit. Die Zunge, die nicht im Zaum gehalten wurde, heraus damit.
Die Köpfe und Hände von 12 Delinquenten werden in 2 Körben zum Brückenturm getragen und auf Eisenstangen gesteckt. Und verdeutlichen dort noch jahrelang, was denen widerfährt, die sich dem Hause Habsburg entgegenstellen. Die europäische Öffentlichkeit nahm die Nachricht aus Prag überwiegend mit Entsetzen zur Kenntnis. Die Trauer ist im Gedächtnis des tschechischen Volkes bewahrt. Eine Tafel meldet die Namen der Hingerichteten. Solches Gedenken war, solange Habsburg hier herrschte, natürlich verboten. Die Stätte des Blutgerichts. Ein Augenzeuge. Die Stadtrichter haben einen nach dem anderen zur Richtstätte auf die Bühne begleitet. Nach einem Gebet kniete Graf Schlick nieder und bot sein Haupt dar, welches ihm der Scharfrichter mit großer Behendigkeit abschlug. Dann schlug er die Hand ab, die mit dem Haupt verwahrt wurde. So geschah es mit allen 24 Personen, die mit dem Schwert gerichtet wurden. Die Habsburger haben sie wie gemeine Verbrecher exekutiert. Und ihre Propaganda hat sie auf Flugblättern als Rabauken denunziert, die grundlos edle Männer aus dem Fenster geworfen haben. So gute und edle Männer, dass Flugs Engel zu ihrer Rettung herbeigeflogen sein sollen. Wer waren sie wirklich, die Führer des Aufstands gegen Habsburg? Das Urteil über Christoph Harrand war das kürzeste. Nur den Kopf abschlagen. Christoph Harrand war als Großgrundbesitzer wohlhabend und gebildet, wie die meisten seiner Leidensgenossen. Sofern nicht auf Bildungsreise unterwegs, lebte er auf seinem Herrensitz, dem Schloss Pecker. Er sprach mehrere Sprachen. Harrands Bericht über eine Reise nach Palästina war in der tschechischen Renaissance-Literatur wegweisend. Er hatte als protestantischer Adliger am kunstbeflissenen Hof Kaiser Rudolfs gedient. Danach, als er dann hier lebte, legte er sich ein Schlossorchester zu. Die Zeichnung stammt aus seiner Hand und einige Motetten, die er schrieb, fanden höchstes Lob. Also wahrlich kein Rabauke. Nach der Schlacht am Weißen Berg rechnete Christoph Harrand mit der Milde des Kaisers und zog sich auf sein Schloss zurück, statt zu fliehen. Ein schwerer Fehler. Nach seiner Hinrichtung wurde sein gesamter Besitz beschlagnahmt. Und nicht nur seiner. Der päpstliche Nuntius Carafa schätzte den Wert der allein in Böhmen, Mähren und Oberösterreich konfiszierten Güter auf 40 Millionen Gulden. Das entsprach etwa dem Wert von 100.000 einfachen Häusern. Aber es reichte nicht, um des Kaisers maroden Staatshaushalt zu sanieren. Der Nuntius, die üble Verwaltung ist die Ursache. Es reicht nicht für den ausstehenden Sold und zur Bezahlung von Bayern und Sachsen. Durch Korruption wurden viele Güter zu billig verkauft. Andere gingen auch umsonst weg. An die Heerführer, an verdiente Gefolgsleute Ferdinands, an den Prager Erzbischof und an die Jesuiten. Graf Bouquet konnte sich seines frischen Reichtums nicht lange erfreuen. Er kam kurz darauf bei einem Gefecht mit ungarischen Truppen zu Tode. So strichen seine Erben den Kriegsgewinn ein. Dies ist ein Palais von Dreien, die allein in Prag mit dem Namen Bouquet verknüpft sind. Albrecht Wallenstein wurde Oberbefehlshaber in Böhmen und war noch eine Zeit lang mit der Bekämpfung verbliebener Ständetruppen beschäftigt. Wenn auch nur nebenbei. Wallenstein reiste öfter nach Wien, lieh dem Kaiser Geld und wurde dafür zum Hofkriegsrat ernannt, welches Amt er sogleich zur Mehrung seines Reichtums nutzte. Wallenstein kaufte mit ein paar anderen das Münzrecht für Böhmen. Die Herren ließen aus einem Pfund Silber 100 Gulden schlagen, 70 mehr als üblich. Das schlechte Geld tauschten sie 1:1 gegen alte Münzen ein, um neues Silber auszuschmelzen. Mit enormem Gewinn, versteht sich. Der Kaiser in Wien war am Betrug beteiligt, musste ihn aber abstellen, weil er zum Staatsbankrott führte. Die Leute bezahlten nämlich auch ihre Steuern mit dem schlechten Geld.
Wallenstein hatte genug eingestrichen, lieh dem Kaiser 200.000 Gulden und nahm dafür Güter enteigneter protestantischer Adliger in dreifachem Wert zum Pfand. So auch das Schloss Friedland in Nordböhmen, mit dem, was an Land und Leuten dazugehörte. Als der Kaiser ihn dann auch noch zum Fürsten machte, erhielt er, der Kriegsunternehmer, den Titel Herzog von Friedland. Auf dem Marktplatz des Städtchens Friedland stand er einmal, ab 1934, als Denkmal, bis er ins Schloss versetzt wurde. Warum genau, weiß niemand mehr. Im Museum ist Wallenstein eine Ecke gewidmet. Ansonsten sind die Tschechen nicht gerade stolz auf ihn. Sein Wohnsitz in Prag. Wallenstein wurde von den Nutznießern der Neuverteilung des Königreichs der Wohlhabendste. Sein Dienstherr Kaiser Ferdinand war wieder böhmischer König, aber verschuldeter als zuvor. Zu den klaren Gewinnern gehört die römische Kirche. Sämtliche Klöster und Kirchen mit ihren Gütern fallen an sie zurück. So auch die Bethlehemkirche in Prag, in der der erste böhmische Reformator Johannes Hus gewirkt hatte. Über 200 Jahre lang war evangelisches Leben in Böhmen immer wieder verfolgt worden. Diesmal wird es vernichtet. Ein protestantisches Flugblatt. Wie zu Prag die beiden evangelisch-lutherischen Kirchen verriegelt wurden und die evangelischen Prediger, Kirchen und Schuldiener in geschwinder Eile ohne gegebene Ursache verjagt und vertrieben wurden. Der Majestätsbrief, der politische und religiöse Freiheiten in Böhmen garantiert hatte, zur Erinnerung ausgestellt im Prager Schloss. Natürlich kassierten die Sieger die verbrieften Rechte. Die neue Verfassung war ganz einfach. Ihr wollt, dass es euch gut geht? Dann gehorcht. Die militärische Lage Anfang 1621. Truppen der anti-habsburgischen Allianz kämpfen noch immer in Schlesien. In Böhmen verteidigen sich noch einige Städte gegen die Spanier, müssen dabei nacheinander kapitulieren. Pilsen wird noch immer von Mansfeld gehalten. Der Krieg im Südosten ist am Verebben, der Krieg insgesamt nicht. Denn Spanien war Mitte 1620 in die Rheinpfalz einmarschiert. Ein in Augsburg im Jahr 1621 gedrucktes Flugblatt berichtet über die Eroberung der Pfalz. Nachdem der spanische General Spinola in den Niederlanden, Flandern und Brabant seine Kriegsmacht zusammengebracht, ist er am 17. August des vergangenen Jahres 1620 gegen die Kurpfalz aufgebrochen. Residenzstadt der pfälzischen Kurfürsten ist Heidelberg, zunächst noch uneinnehmbar für die Spanier. Der gegenwärtige Kurfürst Friedrich weilt 1620 als böhmischer König in Prag. Die pfälzischen Truppen liegen als Garnisonen in Mannheim, Frankenthal und Heidelberg. Die restliche Pfalz ist ungeschützt. Während die Spanier in die Pfalz einfallen, marschiert das Ligaheer unter Maximilian noch über Österreich in Richtung Prag. Der Kaiser hatte dem Herzog von Bayern als Lohn für diesen Feldzug die Pfalz nebst Kurwürde versprochen. Denn Friedrich von der Pfalz, zum Rebellen erklärt, hatte aus Sicht des Kaisers ja alles verwirkt: seine Residenz, seine Kurwürde, sein Land. Doch Spinola fragt nicht überall, wem Land und Leute gehören. Die Spanier erobern alles, was ihnen unter die Stiefel kommt. Das Flugblatt meldet 45 Städte, die die spanische Armada zum Teil gewaltsam eroberte und dauerhaft besetzte. Wahrhaftige Abbildung derjenigen Städte und Schlösser, die Ihre Exzellenz Marquis Ambrosius Spinola, General, im Namen der römischen kaiserlichen Majestät in der Kurpfalz am Rhein eingenommen. Das Theatrum meldet weniger begeistert. Der Spinola ist nach dem Amt Alzey gerückt und hat die Stadt berennen und auffordern lassen. Weil sie gegen solche Gewalt nicht bestehen konnte, hat sie sich bald ergeben.
Zu Eisenheim, falls Zweibrücken zugehörig, haben sie 25 Häuser abgebrannt. Ansonsten sind noch andere Dörfer bei diesem Zug in Brand gesteckt worden. Am 31. August haben etliche Kompanien in dem Flecken Engelstadt logieren wollen. Als die Bauern in Engelstadt sich zur Wehr gestellt und von den Spanischen 4 oder 5 erschossen haben, ist der Flecken übermannt und an die 110 Gebäude in Asche gelegt worden. Die protestantischen Bauern müssen ihre Dörfer selbst verteidigen, denn ihre Landesherren verharren tatenlos. Spottflugblatt. Einige der mächtigsten Fürsten der protestantischen Union waren mit ihren Truppen in die Pfalz gerückt. Kommentar zur Sitzgruppe. Alles hat seine Zeit. Die Truppen der Union lagern bei Oppenheim, gegenüber den Spanischen. Theatrum. Den 28. August haben beide Lager Stille behalten und sich beobachtet. Es kommt zu einigen Scharmützeln. Die zeitgenössischen Kommentare gehen davon aus, dass man sich abgesprochen hatte, eine Schlacht zu vermeiden. Den 29. ist der Graf Spinola mit seiner ganzen Bagage mit 1500 Wagen von dannen gezogen. Nicht, weil er erschrocken nach Brüssel heimkehrt, sondern um eine Stadt nach der anderen zu erobern. Die protestantische Union hatte zu Ulm dem Kaiser zugesagt, sich aus dem böhmischen Krieg herauszuhalten. Um in Ruhe und Frieden das ihre zu genießen. Zum Dank erobern die Spanier nun protestantische Gebiete am Rhein. Die Union war aber gegründet worden, um genau das zu verhindern. Sie ist auch berechtigt, Angriffe ausländischer Truppen abzuwehren. Aber der Trick ist, Spinola handelt im Namen des Kaisers. Und mit dem wollen sich die Fürsten nicht anlegen. Die Armee der Union verlässt das Lager bei Oppenheim und marschiert nach Worms. Und schon sind die Spanier wieder da. Nach dem Abzug der Union blieben die Oppenheimer nicht lange ohne fremde Gäste. Spinola hat 12.000 Mann mit etlichen Stücken groben Geschütz davor geschickt. Wie nun die Stadt sich zu schwach befunden, hat sie sich nach wenigen Stunden mit Akkord ergeben. Der Akkord bestimmte: Sie sollen den kaiserlichen Kommissaren gehorchen. Die im Reich zugelassene Religionsausübung ist ihnen freigelassen. Gar nichts wurde ihnen freigelassen. In einem Dekret von 1627 wird die katholische Konfession in der Pfalz Untertanenpflicht. Wer nicht gehorcht, muss gehen, ohne Hab und Gut. Die meisten gehorchten in ihrer Not. Jemand hat ausgerechnet, dass die Oppenheimer 27 Mal den Glauben wechseln mussten. Die Spanier haben Oppenheim befestigt. Doch es sollte noch mehrfach den Besitzer wechseln. Dabei gingen auch soziale Einrichtungen zu Bruch. Gutleuterhaus, Eingangspforte der im Dreißigjährigen Krieg zerstörten Pflegestation, zu den guten Leuten. Während die Mannen der Union bei Worms lagern und abwarten, ist der schöne und reiche Flecken Guntersblum vom spanischen Volk in Brand gesteckt und ganz in Asche gelegt worden. Nicht in Rage, sondern kaltblütig, als Exempel. Weil die Einwohner sich gegen eine Besatzung gewehrt hatten, haben die Spanier etliche von ihnen erschossen und verletzt. Spottflugblatt. Des Pfalzgrafen Kehraus aus Böhmen und der Ober- und Unterpfalz. Und wer steckt dahinter? Rat lieber, wer so kehren kann. Der teure Fürst Maximilian. Nun kehren die Spanier nicht nur für den Bayernherzog. Sie brauchen die Pfalz als Landbrücke in die spanischen Niederlande. Allein die Landwehr stellt sich ihnen gelegentlich entgegen. Der Ausschuss von Sobernheim hat sich in das nahe Schloss Böckelheim begeben, um sich zu verteidigen. Die Spanischen haben das Schloss Böckelheim beschossen.
Die aus Sobernheim haben sich so gewehrt, sodass 200 Soldaten tot geblieben. So viel Volk hatten die Spanier in der ganzen Pfalz noch nicht verloren. Die Belagerten ergeben sich, als die Spanier ihnen den freien Abzug zusagen. Was die Spanier aber nicht gehalten haben. Sobald die 60 Mann herausgekommen waren, wurden sie größtenteils umgebracht. Die Meldungen über private Aneignungsformen häufen sich. Theatrum? Indessen haben die Spanier im Tal alles geraubt und geplündert. Die Leute sind alle geflohen, nur ein alter Mann hat nicht fortkommen können. Sie haben denselben in einen Schornstein gehängt und Feuer und Rauch unter ihn gemacht, bis er nach großer Marter seinen Geist aufgegeben hat. Die Armee der Protestantischen Union lagert friedlich vor Worms. Die Fürsten geben eine Erklärung ab. Erstens habe sie der englische König darum gebeten. Zweitens, sie hätten nicht als Erste angreifen wollen. Die ganze Welt kann sehen, dass wir das künftige Landverderben nicht verursachten. Wir haben ein gutes Gewissen und ein Zeugnis unserer Unschuld. Die Spanier besetzten auch freie Reichsstädte, gegen alles Recht. Die Fürsten ließen es geschehen und luden damit Habsburg geradezu ein, weiterzumachen. So wird das Landverderben über sie alle kommen, die ihre teuren Regimenter und Kanonen nicht aufs Spiel setzen wollen. Da es tagte, fütterte ich mich mit Weizen und begab mich als nächstes nach Gelnhausen. Gelnhausen zum Beispiel. Nach 14 Jahren Landverderben war die Stadt unbewohnbar. Grimmelshausen, der große Dichter des Dreißigjährigen Krieges. Ich fand die Tore offen, welche zum Teil verbrannt und mit Mist verschanzt waren. Ich ging hinein, konnte aber keines lebendigen Mensch gewahr werden. Hingegen lagen die Gassen hin und her mit Toten überstreut, deren etliche aber bis aufs Hemd ausgezogen waren. Es war ein jämmerlicher Anblick. Die Reichsstädte und die Pfalz gehörten nicht den in Worms versammelten Fürsten, die sogar mit den Spaniern Absprachen getroffen hatten. Ein Zeitgenosse bitter. Kein Fuchs beißt den anderen.